Ja, ich komme gleich. Moment noch. Ich muss nur noch kurz die Plätzchen in den Ofen. So, jetzt komme ich. Oh, was denn das hier? Zu verschenken. Cool, nehme ich mit. Eieiei, ganz schön schwer. Fröhliche Weihnachten. Ach so, ihr seht mich ja gar nicht. Fröhliche Weihnachten euch allen und willkommen zu meiner Lesung im Internet, meiner Weihnachtslesung. Aber irgendwie ist es hier überhaupt nicht weihnachtlich. Sieht gar nicht nach Weihnachten aus. Was braucht man denn alles, damit es weihnachtlich ist? Als allererstes einen Weihnachtsbaum. Vielleicht finde ich ja was in den Kisten, in den Verschenkekisten. Tatsächlich, da ist was Grünes. Grün und duftet. Schön. Ein Schmuck. So, ein geschmückter Weihnachtsbaum. Sehr schön. Aber irgendwie ist immer noch ein bisschen kahl. Was habe ich denn noch? Hier ist noch ein Stern. Ach, der ist hübsch. Nochmal hier ein bisschen schmücken. So, schon besser. Was brauchen wir noch für Weihnachten? Wir haben einen Baum, wir haben einen Stern. Natürlich die Krippe. Ohne Krippe kein Weihnachten. Was haben wir hier? Wäre ein Christkind irgendwo? Oh, eine Maria. Eine hübsche Maria. Marias sind immer hübsch. Oh, und hier ist ja auch der Josef. Herrlich. Maria, Josef. Da fehlt irgendwie noch was. Klar, das Christkind. Bisschen groß für ein Christkind. Ach, du bist ja auch ein Dackel. Ha, ich habe eine Idee. Du bist der Ochse. Den Ochsen brauchen wir auch. Ochse. Maria, Josef, Ochse. Und hier ist ja auch ein Esel. Esel, Ochse. Noch ein Schaf. Super. Schaf. Nicht umfallen, Schaf. So. Oh, ich habe ihn. Ein Christkind und eine Krippe. So. Jesus, Josef, Maria, Schaf, Ochse, Esel, Weihnachtsbaum, Stern, noch ein Stern. Ist schon ziemlich weihnachtlich, finde ich. Findet ihr auch? Was gibt es denn hier noch? Klar, wir brauchen ja noch ein bisschen Licht, damit es schön gemütlich wird. Jetzt ist es schon ziemlich weihnachtlich, oder? Was ist so still? Musik. Weihnachten braucht Musik. Vielleicht finde ich ja ein Klavier in der Kiste. Oder eine Flöte. Was ist das? Mal sehen, was da drin ist. Oh, da ist wirklich Musik drin.
Ups. Hier. Oh, das klingt gut. Schön. Musik, Krippe, Weihnachtsbaum, Licht. Aber irgendwas fehlt immer noch. Was fehlt denn noch für Weihnachten? Besuch, Familie, Freunde. Ist keiner da? Ach, doch ihr seid da. Ein Glück, dass ihr da seid, sonst wäre ich hier ganz schön alleine. Und was fehlt noch? Jetzt fällt es mir ein. Geschenke natürlich. Geschenke. Aber hier ist gar nichts mehr drin. Klebeband. Klebeband ist kein Geschenk. Aber wir haben ja noch eine Kiste. Mal sehen, was hier noch drin ist. Oh, Bücher. Bücher sind gute Geschenke. Die kann man angucken, lesen und vorlesen. Drei Wünsche auf einmal. Oh je, ein Buch. Oh je, das kenne ich ja schon. Zum Mitnehmen. Cool, dann nehme ich das nachher mit. Pass auf mich auf. Ach doch, das kenne ich auch. Das ist lustig. Das ist ein lustiges Buch. Was haben wir noch? Lotte und die Oma-Tage. Vorlesegeschichten. 18 kleine Geschichten von Lotte und ihrer Oma zum Vorlesen. Das ist gut, weil vorlesen wollte ich ja eigentlich. Welche Geschichte lese ich denn? Es gibt ja so viele. Der Ochse hat was gesagt. Ochse? Ich weiß, du bist kein Ochse, du bist ein Dackel. Weiß ich doch. Du solltest ja nur den Ochsen spielen. Ach so? Ehrlich? Der Dackel hat gesagt, es gibt eine Geschichte im Buch, wo ein Dackel drin vorkommt. Okay, Dackel, dann lese ich die jetzt. Hier gibt es eine Geschichte. Ja, die heißt Gassi. Die lese ich jetzt. Gassi. Hör gut zu, Dackel. Oh, Oma, ruft Lotte. Fast wäre sie vom Zaunbrett gefallen. Oma steht vor dem Kindergartentor und neben ihr hockt ein kleiner brauner Hund. Oma sieht stolz aus. Ist das dein Hund? Fragt Ole und späht neben Lotte über den Zaun. Oma lacht. Nein. Ich habe ihn mir nur ausgeliehen. Dann sagt sie, Lotte, hol bitte deine Sachen. Wir warten hier draußen auf dich. Hunde dürfen nämlich nicht in den Kindergarten. Lotte flitzt in die Garderobe, stopft ihre Jacke in den Fahrradhelm, hopst die Stufen hinunter und läuft zum Gartentor. Den Torriegel kriegt sie schon lange alleine auf. Obwohl man das nicht darf. Nur Erwachsene dürfen eigentlich das Kindergartentor aufmachen. Ich bin abgeholt, ruft Lotte Daniel zu. Der Erzieher winkt. Bis morgen, Lotte, ruft er. Ole, Franz und Luzi gucken neugierig durch die Zaunritzen. Lotte rennt zu Oma und vergisst beinahe, das Tor wieder zuzumachen. Der kleine Hund ist genauso aufgeregt wie Lotte. Er wedelt so sehr mit dem Schwanz, dass sein ganzes Hinterteil wackelt. Lustig sieht das aus. Wuff, macht er. Und schnuppert an Lottes Hose. Oma, fragt Lotte, wo hast du den denn her? Darf ich ihn mal streicheln? Das ist Dieter, der Dackel von Frau Nagel, die neben mir wohnt, sagt Oma. Wenn er mit dem Schwanz wedelt, so wie jetzt, sagt Oma, dann hat er gute Laune und möchte gerne gestreichelt werden. Aber immer von vorne nach hinten streicheln. Oma zeigt es Lotte.
Und Dieter hält ganz still und macht die Augen zu, als Lotte ihn streichelt. Seine Ohren fühlen sich schön an, glatt und weich und warm. Lotte strahlt. Dürfen wir mit ihm spazieren gehen? Fragt sie und schaut zu Oma hoch. Oma nickt. Frau Nagel ist krank. Wir gehen heute mit Dieter Gassi. Was heißt Gassi gehen, will Lotte wissen. Das sagt man, wenn man mit einem Hund spazieren geht, erklärt Oma. Gassi kommt von Gasse. Und eine Gasse ist eine kleine Straße. Oh, fein, ruft Lotte und klatscht in die Hände. Sie guckt Dieter an und dann Oma mit der Leine in der Hand. Omi und Lotti gehen Gassi mit Diti, sagt Lotte und lacht. Und im Parki essen Lotti und Omi ein Eisi, sagt Oma und lacht auch. Dann gehen sie los. Sie gehen die Straße entlang, die jetzt Gasse heißt. Für Lotte fühlt es sich fast so an, als sei Dieter ihr Hund. Darf ich die Leine auch mal halten? Fragt Lotte. Oma überlegt. Kannst du, sagt sie, aber erst, wenn wir im Park sind. An einer Laterne bleibt Dieter stehen. Er schnüffelt. Dann hebt er das hintere Bein hoch und Oma, sagt Lotte aufgeregt, Dieter macht Pipi an die Laterne. Da ist Dieter auch schon fertig und spaziert mit Oma weiter. Lotte schaut sich den Laternenpfahl an. Der ist jetzt nass und er glänzt. Aber es war nur ein bisschen Pipi, die Pfütze ist ganz klein. Dieter und Oma sind schon an der Ecke. Lotte läuft zu ihnen. Da pinkelt Dieter an ein Straßenschild. Hey, sagt Lotte und guckt Dieter streng an. Warum musst du denn schon wieder aufs Klo? Sie zeigt auf die Laterne. Hunde machen nicht nur Pipi, wenn sie müssen, erklärt Oma. Sie machen auch Pipi-Nachrichten für andere Hunde. Wirklich? Staunt Lotte und guckt auf die Mini-Pipi-Pfütze unter dem Straßenschild. Weißt du, sagt Oma, Hunde haben sehr feine Nasen. Sie können viel genauer riechen als wir Menschen. Wenn ein anderer Hund hier entlang kommt, dann kann er an der Laterne riechen, dass Dieter hier gewesen ist. Als sie im Park sind, darf Lotte endlich die Hundeleine halten. Dieter zieht daran. Er will zu einem Baum neben dem Weg. Vielleicht will er da wieder eine Pipi-Nachricht machen. Hier im Park kennt Dieter sich aus. Er rennt über die Wiese und Lotte hinterher. Um die Bäume und Richtung Spielplatz. Halt, ruft Oma, wartet! Lotte würde gerne warten, aber Dieter hat es eilig. Er will zum Spielplatz. Und plötzlich rutscht Lotte die Leine aus der Hand und Dieter rennt weg. Die Hundeleine tanzt hinter ihm her wie eine verlorene Drachenschnur. Obwohl Dieter so kurze Beine hat, kann er ziemlich schnell rennen. Lotte rennt hinterher. Und Oma rennt jetzt auch. Sie schreit, Dieter! Sie schreit, Stopp! Halt! Bei Fuß! Aber Dieter hört nicht. Die rote Leine saust über die Wiese. Und Lotte saust hinterher. Halt! Schreit sie, zu Fuß! Dieter rennt an einer Parkbank vorbei. Auf der Bank sitzt ein Mann mit einer Zeitung und zack! Hat der Mann seinen Fuß auf die rote Schnur gestellt. Jetzt kann Dieter nicht mehr weglaufen. Als Oma vor der Parkbank bei dem Mann ankommt, hängt ihr die Zunge so aus dem Mund wie die von Dieter. Der Mann mit der Zeitung gibt Oma die Leine. Ich glaube, ihren Hund müssen Sie besser erziehen, sagt er zu Oma und lächelt. Oma hat ein ganz rotes Gesicht. Sie kann nichts sagen. Sie nickt nur. Der Mann weiß ja nicht, dass Dieter gar nicht Omas Hund ist. Vielleicht schämt sich Oma, denkt Lotte. Dieter schämt sich nicht. Oder man sieht es nur nicht, weil er ein Fell hat. Danke, sagt Oma zu dem Mann. Möchten Sie vielleicht ein Eis mit uns essen? Das möchte der Mann gerne. Er packt seine Zeitung in die Tasche und sie gehen zusammen zum Eiswagen an der Brücke. Oma redet mit dem Mann. Und Lotte ist froh, dass Oma nicht mit ihr schimpft, obwohl sie doch die Leine losgelassen hat. Lotte, Oma und der Mann setzen sich auf die Steinmauer und essen Eis. Oma hat Dieter an einem Fahrradständer festgebunden, damit er nicht wieder wegrennt. Lotte findet, dass Dieter ein bisschen sauer aussieht. Er wedelt auch gar nicht mehr mit dem Schwanz.
Wahrscheinlich will er nicht festgebunden sein, denkt Lotte. Oder er ist vielleicht böse, dass er kein Eis bekommt. Oma redet immer noch mit dem Mann. Dieter ruckelt an seiner Leine. Und dann macht er ein braunes Kackwürstchen. Mitten auf den Weg, genau vor den Eiswagen. Igitt. Oma, sagt Lotte, Oma, guck mal, was Dieter gemacht hat. Oma zeigt auf den Weg und Oma guckt. Oh, sagt Oma, mehr sagt sie nicht. Sie holt eine kleine Plastiktüte aus ihrem Rucksack und steckt ihre Hand hinein. Mit dem Tütenhandschuh packt sie das Dieterwürstchen, stülpt die Tüte um und knotet sie zu. Lotte guckt auf die Kacktüte in Omas Hand und in Omas rotes Gesicht. Und da ist Lotte doch froh, dass Dieter nicht ihr Hund ist. Das war die Geschichte von Lotte und Oma und dem Dackel Dieter. Und jetzt würde ich euch gerne noch was vorlesen. Ich guck mal, ob da noch ein Buch in der Kiste ist. Nee, kein Buch. Ein Briefumschlag. Raschelt, ob da Geld drin ist? Was steht denn hier? Streng geheim. Erst im März öffnen. Im März? Wir haben doch jetzt Dezember, Januar, Februar, das sind ja noch 3 Monate. So lange will ich aber nicht warten. Ob ich den vielleicht doch schon aufmache? Hier ist ja keiner. Nur die beiden da hinter der Kamera. Und ihr verratet mich nicht, oder? Guckt mal weg. Und ihr da im Internet? Ihr verratet mich auch nicht? Okay. Dann gucke ich jetzt mal, was da drin ist. Huh? Schnee! Es schneit! Naja, ist kein echter Schnee. Aber fast. Und was ist das? Oh, noch eine Geschichte. Eine Geschichte von Lotte und Oma. Aber nicht aus dem Buch. Aus einem anderen Buch. Das heißt Lotte und die Freitagsoma. Erscheint im März 2021. Oh, die lese ich jetzt vor. Sie heißt Bollerschlitten. Wann schneit es denn endlich? Ruft Lotte. Oma zuckt mit den Schultern. Ich weiß es nicht, sagt sie und seufzt. Es ist einfach zu warm. Lotte sitzt im Kindergarten auf der Garderobenbank und zieht sich ihre Winterstiefel an. Die Stiefel sind extra hoch, damit oben kein Schnee reinkommt. Nur, es liegt gar kein Schnee. Obwohl sie im Kindergarten schon ganz oft Schneeflöckchen, Weißröckchen gesungen haben. Es hat aber immer nur geregnet und geregnet und keine einzige Schneeflocke ist vom Himmel gefallen. Heute haben sie im Kindergarten Watte-Schneebilder geklebt. Lotte hätte aber viel lieber richtigen Schnee. Luzi fährt in die Berge, sagt Lotte zu Oma. In den Bergen gibt es Schnee. Hier in der Stadt gibt es keine richtigen Berge, nur einen kleinen Hügel. Der Hügel heißt Rodelberg. Im Sommer kann man auf dem Rodelberg picknicken. Da macht es nichts, dass dort kein Schnee liegt. Aber im Winter muss es Schnee geben, findet Lotte. Sonst braucht der Rodelberg auch nicht Rodelberg heißen. Luzi aus dem Kindergarten hat eine große Schulschwester. Deshalb hat Luzi Schulferien, obwohl sie selbst noch gar nicht in die Schule geht. Lotte hat keine Schulferien. Und ihre Mama und ihr Papa haben auch keine Ferien. Die müssen arbeiten. Deshalb kann Lotte nicht in die Berge fahren. Pah, sagt Oma. Aber Schlitten fahren wir trotzdem. Zu Hause geht Oma mit Lotte in den Keller. Lotte mag Omas Keller. Sie mag den seltsamen Geruch und sie mag die vielen interessanten Dinge, die hier rumstehen und rumliegen. Omas großer gelber Sonnenschirm, 2 Klappstühle, ein Sack mit Blumenerde,
Omas Reisekoffer, der Bollerwagen und ganz viele Pappkartons. Und hinter den Kartons, da steht der alte Holzschlitten. Hier steht er und wartet auf den Winter, denkt Lotte, so wie ich. Der Schlitten ist sehr alt. Auf dem ist Oma schon als Kind gefahren. Es ist ein schöner Schlitten. Vorne ist eine lange rote Schnur dran. Mit so einem Schlitten fährt bestimmt auch der Weihnachtsmann, überlegt Lotte. Oma, der Weihnachtsmann braucht zum Schlittenfahren keinen Schnee, sagt sie. Der kann ja fliegen. Wir brauchen zum Schlittenfahren auch keinen Schnee, sagt Oma. Dann lacht sie. Sie nimmt den Schlitten und trägt ihn die Kellertreppe hoch. Jetzt pass auf, sagt sie und lächelt Lotte geheimnisvoll an. Sie gehen nochmal in den Keller. Oma nimmt den Bollerwagen und zieht ihn zur Kellertreppe. Zu zweit tragen sie ihn nach oben. Vor dem Haus hebt Oma den Schlitten in den Bollerwagen. Sicherheitshalber knotet sie ihn noch mit einer Wäscheleine fest. Bitte aufsteigen, sagt Oma. Lotte lacht. Sie klettert auf den Schlitten und dann zieht Oma den Bollerwagen die Straße entlang. Lotte fährt Schlitten. Es ist ganz anders als Schlittenfahren im Schnee, findet Lotte, aber es ist sehr lustig. Sie fahren bis zum Weihnachtsmarkt. Dort kaufen sie für Lotte eine Tasse warmen Kinderpunsch. Denn vom Schlittenfahren kann einem ganz schön kalt werden. Oma möchte keinen Punsch. Ihr ist vom Schlittenziehen schon warm genug. An einem anderen Stand gibt es wunderhübsche kleine Dinge, die man an den Weihnachtsbaum hängen kann. Oma kauft ein silbernes Glöckchen. Das bindet sie vorne an die rote Schnur vom Schlitten. Dann ziehen sie weiter. Stolz sitzt Lotte oben auf dem Schlitten im Bollerwagen und singt: Hier kommt der Weihnachtsmann geritten mit seinem blauten Bollerschlitten. Der Bollerwagen macht zwar ziemlichen Krach, aber Lotte hört das silberne Glöckchen trotzdem leise bimmeln. Das war die Geschichte von Lotte und Oma und dem Bollerschlitten, die noch ganz geheim ist. Was riecht denn hier so komisch? Irgendwie Oh nein! Meine Plätzchen! Tschüss! Schöne Weihnachten!